So, und da sind wir ja bei The Forest. Und ich habe ja davon gesprochen, dass wir noch was Cooles mit einem Fehler machen könnten, den wir hier hatten. Willst du mich verarschen? Auf jeden Fall hier, meine ich, weil hier ist ja so eine Freifläche. Da könnte ich so ein Stelzenteil hinbauen, dann nach dort gehen lassen und es dann mit dort vorne verbinden. Und außerdem finde ich das komisch, dass hier überall diese Teile rumliegen, als wenn die mir was erzählen wollten. Es geht ja irgendwie nicht. Vor allem habe ich eben schon so eins gesehen. Das ist eine Verschwörung hier, glaubt mir. Das ist eine Verschwörung. Ah Mist, ich wollte doch jetzt was hinsetzen. Problem, das wir damit haben könnten, ist, dass wir nicht mehr so gut vorbeikommen. Soll uns aber jetzt erstmal nicht stören. Das wäre echt besser von oben das zu machen. Denn ich habe die ganze Zeit überlegt, wo stelle ich denn jetzt so ein Teil hin? Und dann habe ich mir gedacht, jo, da wäre das glaube ich am besten. So, das hier ist die längere Seite. Können wir das dann mal tiefer setzen? Ich will das aber nicht tiefer als das Teil setzen. So, ich glaube, da kommt man noch ganz gut rüber. Passt auch perfekt hier. Kann man noch durchgucken. Hier kommt man auch noch super vorbei. Gut, keine Probleme. Hier kommt dann das andere Teil hin. Dann kann man da noch mal rüber gucken. Problem haben wir dann mit dem Hochkommen, aber egal. Ich meine, da kommen wir immer noch hoch. Wir laufen dann einfach unten durch, aber das ist so unlogisch, das mag ich halt nicht. Wenn das unlogisch im Spiel ist. Und ich das halt selbst so gebaut habe, ich will das schon hier realistisch aufbauen. Wenn ich jetzt nur diese verbuggte Brücke mal irgendwann wegbekommen würde. Das wäre halt super. Dann hätte ich da unten nicht immer stehen, wie viel ich denn noch brauche. Vor allem, dass immer sich diese Brücken da verbuggen. Also wohl eher die Treppen, wenn ich die zu Brücken mache. Das nervt mich richtig. So, gleich haben wir es fertiggestellt. Dann könnten wir noch innerhalb meiner Base das so gut fertigstellen wie möglich. Es wird halt perfekt zum Haus passen. Und dann kommt wieder innerhalb des Domes alles dahin. Ja, ich werde langsam müde. Aber ich kann nicht jetzt am Schlafen sein, also ich muss was tun.
Jetzt braucht hier keiner ankommen. Du musst dir aber nicht so viel Mühe für uns machen. Junge, größtenteils tue ich das eigentlich auch mehr für mich selbst. Weißt du wieso? Weil ich dadurch besser sprechen kann, weniger stottere. Außerdem hilft das meinem Gehirn auch auf die Sprünge. Ich lerne halt so auch besser in Konversationen umzugehen und mich auch besser zu artikulieren. Ich lerne halt besser sprechen. Weil normalerweise in Gesprächen werde ich dann nicht mehr so viel reden können. Und das will ich natürlich nicht. Ich will natürlich viel reden können, deswegen mache ich das auch so. Deswegen mache ich generell eigentlich Let's Play. Ja, und weil ich irgendwann groß genug sein kann, um was zu sagen, aber. So. Nur für den Fall, dass irgendwann mal jemand sowas sagen würde. Na? Wisst ihr Bescheid? Bringt mir nämlich ziemlich viel. Und scheiße auf Müdigkeit, ich bin immer müde. So ist das halt als Mensch. Also ich nicht, ich bin kein Mensch, ich bin aber immer müde. So, gleich bei der nächsten Gelegenheit gehen wir wieder pennen. Ach, deswegen könnte ich müde sein, weil ich die ganze Zeit hier penne und pennen sage. Das kann natürlich ein Grund sein. Das ist so, als wenn man, keine Ahnung, hungrig ist und einer die ganze Zeit Schokomuffin sagt. Natürlich nicht, wenn man Schokolade nicht mag. Ich kenne bis jetzt aber keine einzige Person, die das nicht mag. Ich könnte mir denken, welche Personen sowas nicht mögen. Leute, die dagegen allergisch sind in irgendeiner Art und Weise. Ja gut, das heißt eigentlich nicht, dass sie das nicht mögen müssten. Jetzt ist das Teil hier unten. Nur weil die allergisch sind, heißt das ja nicht, dass denen das nicht schmeckt. So, da ist gerade was auf Twitter. Ja, ich wurde fünfmal retweetet. Wie immer. Das kenne ich ja langsam. So, wenn ich hier vorne nichts zu trinken finde, dann finde ich hier drin wieder was zu trinken. Ist doch immer so. Alter, wie lang das Teil einfach geht. Also, wie lang das Teil einfach Geräusche macht. Weißt du, bei so einem echten Kassettenrekorder würde sich das schon ein bisschen anders anhören. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal einen Kassettenrekorder hattet. Ja gut, der Großteil meiner Abonnenten dürfte eigentlich schon mal einen gehabt haben, da ich nachgeguckt habe. Und der Großteil ist halt über 18. Ist tatsächlich so. Laut der Statistik. Kann natürlich auch sein, dass ganz, ganz viele kleine Kinder meinten, jo, jetzt mache ich mich über 18, damit ich Pornos auf YouTube gucken kann. Lohnt sich übrigens voll, ne? Kann sein. Gut, ich habe aber auch irgendwie 80, 90-Jährige als Abonnenten. Deswegen kann man das sogar vermuten. Nur damit ihr eure Pornos da gucken könnt, ey. Lohnt sich übrigens überhaupt nicht. Weil die meisten Pornos einfach von YouTube runtergenommen werden. Ist halt so, Junge. Ist so. Wohin genau?
Weißt du, selbst ich nehme irgendwas, was einem Porno ähnelt, runter vom, also stell's ab 18. Na? Ja, ich habe schon mal so eine Aufnahme hochgeladen. Das ist kein richtiger Porno, nein. Das war South Park, Stab der Wahrheit. Ihr wisst, welche Szene ich meine, wenn ihr das Spiel kennt. Das habe ich ab 18 gestellt. Und YouTube hat nicht gesagt, stell das mal ab 18. Nein, ich habe es ab 18 gestellt. Ich habe aber bei Leuten gesehen, die haben das einfach nicht ab 18 gestellt. Die haben einfach das hochgeladen. Ohne Altersbeschränkung. Ja, wer hat das gemacht? Das war Let's Play Markus. Das geht überhaupt nicht. Vor allem, weil der ein junges Publikum hat. Klar, ist dann natürlich nur Cartoon-Zeugs bei South Park, aber ganz ehrlich, das kannst du auch keinen Kindern zeigen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber in der Grundschule, ja gut, ich habe das in dem Let's Play erzählt. In der Grundschule habe ich mal ein South Park-Bild gemalt, weil ich das toll fand. Ja. Da findet man alles toll, was mit, ja, Gewalt und ganz vielen Schimpfwörtern zu tun hat. So sind Kinder halt heutzutage leider viel zu viele. Ja. Und das habe ich dann halt auch da drauf gemalt alles. Und dann hat das meine Lehrerin gesehen. Und die hat mich total halt als den Verrückten dargestellt und so alles. Wenn die mal wüsste, wie gut es eigentlich ist, wenn man das als Erwachsener geguckt hätte. Die Satire dahinter. Ich denke, das wird die heute nicht verstehen, immer noch nicht. Falls es sie überhaupt noch gibt, ich kenne die gar nicht mehr, ich habe die nie wieder gesehen. Weißt du, sobald ich aus der Grundschule raus war, dann habe ich mir gedacht, ja, fickt euch, ich hau ab, ich komme nie wieder. Und ich kam nie wieder. Also, ich kam nie wieder zu der Schule. Weiter rede ich darüber nicht, okay? Ja. So, es darf jetzt ruhig mal wieder regnen. Denn wenn man bedenkt, dass eben, als ich hier was zu trinken und zu essen gesucht habe, das nicht so toll war. Also ich bin ja eben pennen gegangen und dann hatte ich so wenig Essen und Trinken. Ist vielleicht nicht so toll, wenn ich hier jetzt pennen gehen würde und nichts zu essen zu trinken habe. Ich könnte nämlich sogar pennen. Haben wir denn was zu essen und zu trinken? Ja, haben wir. Machen wir. Ich hätte das Tor vielleicht schließen sollen. Habe ich es geschlossen? Warum habe ich jetzt nicht so viel Essen und Trinken verloren? Das verstehe ich nicht. Ist jetzt auch direkt wieder Tag. Irgendwie sieht das auch nicht so aus, als wären hier wieder richtig viele neue Bäume nachgewachsen. So, jetzt kann ich das immer zulassen. Und trotzdem hier rüberkommen. Ha. Dann kommt hier auch keiner rein. Aber ich kann die von allen Seiten hier bombardieren. Vor allem hier. Stellt euch vor, wir haben das Problem, dass dort einer gefangen ist. Kommt einfach einer von hier und schießt von alle, also schießt hier überall drauf. Oder der gefangen ist, kommt da einfach raus. Naja. Derselbe Baum ist wieder nachgewachsen, genau. Macht Sinn. Ich werde die Bäume hier mal fällen.
Denn hier können wir wirklich keine gebrauchen. Die stören ja eigentlich nur. Ich könnte halt generell die ganzen Stümpfe innerhalb dieser Base rausnehmen. Aber erst wenn ich hier richtig fertig bin. Denn ganz ehrlich, wenn ich die hier noch drin habe, kann ich ganz gut aufbauen, weil ich da nicht so weit laufen muss. Problem wird sein, wenn ich hier fertig bin und dann hier einfach ein Baum nachwächst. Dann müssen die Stümpfe weg. Ich sollte halt echt mal so einen Waffenständer aufbauen, so oft wie hier die Teile rumliegen. Wisst ihr, was ich sexistisch finde in dem Spiel? Die Frauen, die haben nie irgendwelche Waffen dabei, wenn die rumlaufen. Die kämpfen immer nur mit den Fäusten. Und trotzdem kriegen die irgend so einen Boost, wenn ein Mann stirbt und sind dadurch noch stärker. Willst du mich eigentlich verarschen? Erstmal macht das gar keinen Sinn. Und zweitens ist es sexistisch, weil die keine Waffen bekommen. Richtig dumm. Ah, da kommen sie. Keine Ahnung, warum die so komisch da rumtänzen. Ich will mal wieder dort oben hin. Oh, leckt das hier. Aber ich mag den Ort hier total. Hat halt was von einem Leuchtturm, ne? Könnten wir auch ein Leuchtfeuer oben drauf setzen. Dann ist es halt wirklich ein Leuchtturm. Ah, das Leuchtfeuer muss ich da noch anschalten, ne? Deswegen sind die da nicht hingegangen. Und da kommen sie wieder. Hier müsste ich halt auch noch ein paar Seile dranhängen. Ja, immerhin regnet es, ne? Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Kein Seil. Dankeschön. So, die kommen jetzt so oder so rein. Guck hier gerade mal. Wir brennen das ab. Wird übelst laggen, aber wir brennen das ab. So, viel Spaß. Wehe Spiel, du stürzt ab. So, kann ich da noch was hochheben? Ja. Jetzt hat er mir das Feuer ausgemacht. Die Explosion kommt gleich. Passt auf. Komm schon, Explosion. Heul nicht. Alter. Das ist mal wieder richtig viel. Aber nicht genug für mich.
Ja. Bräuchten wir glatt schon mehr. Ja. Gut, aber ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.